Wir sind hier heute wieder einmal am Landesverfassungsgericht in Greifswald. Heute werden drei Organstreitverfahren unserer Abgeordneten verhandelt. Es geht einmal um ein Organstreitverfahren von Udo Pasteurs, der also in einer Landtagsrede den linken Abgeordneten Dr. Al-Sabti mit der Bemerkung tituliert hatte im Rahmen eines Zwischenrufs blühende Fantasie eines aus dem Orient Zugereisten. Dafür wurde Udo Pasteurs direkt aus der Sitzung ausgeschlossen und es ist eben heute zu prüfen, ob das rechtmäßig war. Das zweite Verfahren handelt von Stefan Köster, der sich also im Rahmen eines anderen Abgeordneten spontan inszenierten Gedenkminute für die NSU-Opfer mit seinen Fraktionskollegen in eine Fensternische zur Beratung zurückgezogen hatte. Dieses sich zurückziehen in die Fensternische wurde mit einem Ordnungsruf geahndet und dagegen klagt heute eben Stefan Köster. Und Michael Andrejewski hat eine Äußerung getätigt bezüglich des ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann. Hat er also behauptet, dass dieser Mitglied der nationalsozialistischen Volkswohlfahrt und des nationalsozialistischen Rechtswahrerbundes war. Das ist objektiv zutreffend laut den Recherchen des Antragstellers und deshalb ist es eben aus unserer Sicht nicht gerechtfertigt, gegen diese Äußerung Ordnungsrufe zu verhängen. Das war hier jedoch passiert, deswegen sind wir heute hier und dann schauen wir mal, wie das Gericht heute entscheiden wird. Wichtig, dass wir auch juristisch die Vorgehensweise der Präsidentin überprüfen lassen. Denn was da in den letzten Monaten und Jahren uns zugemutet wird, hat mit freier Meinungsäußerung und mit der Möglichkeit im Parlament unseren politischen Auftrag zu erfüllen, nämlich unseren Wählern zu zeigen, welche Vorstellungen wir von parlamentarischer Auseinandersetzung haben, dass wir da uns Raum verschaffen und wir werden sehen, wie das Verfassungsgericht unser Begehren hier bescheiden wird.